Moin Leute, willkommen bei Comic Inn und willkommen zu meinem 1000 Abonnenten Special. Endlich. Und einen riesigen Dank an euch, denn ihr seid der Faktor, die Motivation, die man als Comic-Tuber braucht, um das Ganze am Laufen zu erhalten. Ihr seid der wichtigste Teil überhaupt dieses Kanals. Und dann kommen wahrscheinlich irgendwann ich oder erst die Comics und dann ich. Naja, irgendwie so. Ihr wisst ja, dieses Video ist genauso inhaltslos wie die Vitrine hinter mir und deswegen, haha, das war ein Übergang, ne? Will ich euch mal was zeigen. Mein Umzug steht ja bevor und ich habe mir die Mühe gemacht, es ist keine Mühe, mit dem Handy durch die leere Wohnung zu laufen, einfach mal zu gucken mit euch, wie sieht mein Nerdzimmer demnächst aus? Welche Zimmer, ich sage jetzt schon in der Mehrzahl, was wird mein Nerdzimmer? Welche Zimmer werden meine Nerdzimmer? Und wie denke ich mir das alles, so wie ich das gestalte? Es ist wahrscheinlich ein bisschen verwackelt, weil ich so einen kleinen Tatterich in der Hand habe, wenn ich so ein Handy halte. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ihr merkt das sicherlich auch, wenn ich manchmal irgendwie das Handy nehme, um mich selbst zu filmen, dann sieht das immer scheiße aus in der Regel. Ich weiß nicht, wie andere da so eine ruhige Hand haben. Vielleicht ist es auch Übung, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich führe euch durch meine neue Wohnung, speziell durch diese beiden Räume, die ich für mich in Beschlag nehme. Und in denen ich dann meine Sammlung hochziehen werde, nach und nach. Und da gehen wir jetzt rüber. Viel Spaß. So, wir befinden uns nun in der neuen Wohnung und es hallt ein wenig. Es ist alles noch leer, der Flur ist ein bisschen eng. Aber das hier werden meine zwei Hobbyzimmer, anderthalb, zwei Hobbyzimmer. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Upsala, der Zoom hat mich daneben greifen lassen. Ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen Zeugs reingebracht. Ach ja, die Belichtung ist jetzt natürlich nicht so nice, aber um die Größenverhältnisse mal irgendwie wieder zu spiegeln, kommt relativ schlecht rüber, ne? Vielleicht sieht man es irgendwie am Boden. Naja, das ist auf jeden Fall der erste Raum, der etwas größere von beiden. Ich denke mal, hier werde ich mich jetzt niederlassen und diese Wand, da plane ich eigentlich Regale hinzustellen. Am besten natürlich die ganze Wand voll hoch gestapelt. Ich bin schon dabei, hier so ein paar Shortboxen mit der Zeit reinzutragen, jeden Tag etwas damit. Also das Problem ist halt, ich mache das ja mit einem Umzugsunternehmen und ich habe nicht genug Shortboxen, sodass ich die ganzen Comics sicher transportieren kann. Und deswegen trage ich jetzt schon mal ein paar Shortboxen her, damit ich die später leer machen kann und den Rest von meiner alten Wohnung auch in Shortboxen hierher kann verschippen lassen. Ihr wisst, was ich meine. Naja, und hier plane ich dann so ein bisschen, ich weiß noch nicht, hier wäre es natürlich gut, irgendwie mit einer Aufnahmelocation. Vielleicht packe ich hier auch so eine Art kleinen Schreibtisch hin oder so, dass ich da das Laptop bzw. mein Aufnahmegerät, mein Aufnahmemodul hinpacken kann. Dass man die Comic-Regale hier auf der Seite dann im Hintergrund hat. Ich weiß, es wackelt alles tierisch, aber es ist jetzt nicht so leicht, hier irgendwas einzufangen. Und dass ich dann doch noch ein relativ schönes Setting habe. Denn die Räume sind nicht so optimal geschnitten. Ich gehe nochmal auf die andere Seite. Ihr seht, es ist nicht wirklich ein Schlauch. In meiner Erinnerung ist es immer ein bisschen enger hier. Aber es ist auch nicht wirklich viel Platz in der Breite. Aber ich denke, da lässt sich was draus machen. So breit sind die ganzen Regale ja nicht. Passt schon, die Heizung stört ein bisschen, aber läuft. So, zweiter Raum. Wir gehen rein und hier seht ihr, upsala, nicht die Tür knallen lassen. Hier seht ihr schon, die Figuren sind schon Harley hier umgezogen. Und da seht ihr auch schon, was im nächsten Stream. Der Stream, der wahrscheinlich, wenn dieses Video kommt, schon gelaufen ist. Auch hier kleines Kippfenster. Ach ja, in dem anderen Zimmer konnte man auf den Balkon gehen. Und das Ganze ist ein bisschen enger. Ich gehe mal hier in die Tür. Ja, wobei, wenn man den Boden so sieht hier, so klein ist es jetzt auch nicht. Ne? Das hatte ich ursprünglich angedacht für ein Comiczimmer. Der blaue Streifen kommt noch weg irgendwann. Aber ich habe die Befürchtung, dass hier wirklich nicht alles reinpasst. Und hier, zack, zack, zack. Hoch sind die Räume auf jeden Fall, das ist ganz gut. Da kann ich mehrere Kallax-Regale auf einmal stapeln und ja, auch hier. Was mich ein bisschen stört, ist der Shit hier, diese Rohre, die nehmen mir auf jeden Fall noch ein bisschen Platz weg. Wobei natürlich auch direkt an der Heizung ist auch nicht so geil. Mal gucken, da lass mir irgendwas einfallen. Vielleicht haue ich irgendwann mal eine Verkleidung drüber. So, das ist es erstmal. Ihr wisst jetzt, was meine Pläne sind, aber das hier wird halt erstmal der Place to be sein. Der Place, an dem gewerkelt wird und an dem ich den ganzen Rotz hinstelle aus meiner Sammlung.